ABK hat wieder Ärger. Sinanji will meine Adresse. Also der hat meinen Kollegen gefragt, keine Ahnung, warum echt, haha. Das ist die Überschrift seines Videos. Das wird bestimmt sehr, sehr witzig. Das Sinanji-Thema. Boah, Leute, bei mir war die letzten Wochen so viel los. Ihr wisst gar nicht, was alles hier bei mir passiert ist. Und heute spielen wir das Spiel Super Mario All-Stars. Vielleicht kennt ihr das. Das war damals. Die Rentner unter euch kennen das Ganze sogar noch. Ja, ich kenne das. Ich bin wirklich, ohne zu lügen, so richtig, richtig hart verblödet. Eines Nachts, weiß ich noch, da saß ich auf Toilette mal wieder. Dann habe ich schon auf TikTok so ein paar Livestreams reingezogen. Der Manuel ist nach Holland verbot, weil er gegen die Marokkaner geschossen hat. Ja, nee, es gibt auf Türkisch ein Sprichwort. Wallah, Bruder, ich sage dir eine Sache, Bruder. Und das sage ich an jeden. Wallah, an jeden. Es geht mir hauptsächlich darum, yo, entscheid dich, yo. Daraufhin ist mir direkt eingefallen, was mich von diesen Leuten unterscheidet. Ihr wisst ganz genau auf meiner Schule. Ja, ich würde sagen, ein Studienabschluss, ein 1er Abitur, ein IQ, der über 120 liegt und eine riesige Reichweite, und eine Zukunft. Das fällt mir jetzt spontan ein, was unterscheidet. Studienbescheidigung steht mittlerweile sogar V. Christus drauf, also die wissen gar nicht mehr, seit wann ich eingeschrieben bin. Jedenfalls habe ich dann einfach ganz, ganz schnell meine Studiengebühren überwiesen. Ich war quasi ein paar Tage vor Ende der Deadline und das Ganze ist mir nur eingefallen, weil ich mir TikTok-Live-Matches angeguckt habe von irgendwelchen Leuten, weil sonst hätte ich wirklich vergessen, meine Studiengebühren zu überweisen und ihr wisst, was das heißen würde. Exmatrikulation heißt das. Dann bist du raus. Das sind sehr, sehr schwierige Themen. Aber ich überlege wirklich sogar ein drittes Studienfach anzufangen demnächst, nämlich deine Mutterwissenschaften. Aber ich weiß nicht, ob ich das Fach so einfach bestehen werde, weil der Professor scheint sehr, sehr streng zu sein und der mag mich auch nicht so. Wenn es um geht, ich bin ein Professor. Ich schwöre, ich habe eine Wissenschaft daraus gemacht. Aber bevor ich überhaupt irgendwie was anfange zu studieren, muss ich erstmal mein Leben in den Griff bekommen. Mein Schufa-Score ist so schlecht, ich kann mir keine Handyverträge mehr machen, keine Wohnungen mehr mieten oder sonst was. Ich, mit 1 Million Abonnenten, habe einen Schufa-Score von 9,9. Das ist krass. Das habe ich auch selten gesehen. 9,9. Das heißt, die Chance, dass er einen aufgenommenen Kredit bezahlt, liegt bei 9,91%. Ich kenne diese Zahlen von mir, aber das Komma ist bei mir an dieser Stelle, bei meinem Schufa-Score. Eins, Leute, das ist so schlecht, das heißt. Ja, moin Leute, du bist ein Sohn und du bist mit einem Insolvenzträger gleichzustellen. Jetzt kann ich mir halt keine Kredite und sonst was nehmen. Ist aber eh Haram, durfte ich eh die ganze Zeit nie machen. Deswegen habe ich halt keine Immobilien, kein gar nichts, außer WLAN-Katzentoiletten. Ich habe gerade eine Nachricht vom DHL bekommen, dass ich in Japan ein Paket abholen soll. Ich bin fast am Ziel angekommen. Ja, normal, normal, Bruder, normal, ich verstehe dich auch voll. Okay, du hast eine mies hässliche Handschrift, Bruder, genau wie ich. Bruder, fahr nicht zu schnell, ich hab Paket hier, weißt du? Das Paket erstmal aufmachen. Junge, klopf auf! Junge, fahr. Hey, ist das eine Werbung? Es ist einfach wieder so. Was eine epische Sammlung. Displays sind eine Art Metallposter, die deine einzigartige Leidenschaft verewigt. Auch er hat dieses Placement. Ich verkaufe doch viel mehr davon. Ach, Rezo auch. Alle haben es. Alle, nur ich nicht. Via Magnet werden sie innerhalb von 20 Sekunden ohne Bohren und Hämmern an deiner Wand befestigt und bleiben dir dennoch ein Leben lang treu. Wische einmal über deine Wand, klebe die Schutzfolie dran, Magnet drauf und voilà. Metallposter sind umweltfreundlich und stabiler als alle Poster, die du jemals hattest. Für jedes verkaufte Poster wird ein Baum gepflanzt. Display wiegt über eine... Scheiß auf den Baum, ich will das Geld. Millionen Designs. Alle Produkte sind hochwertiger Metalldruck und werden von ihrem Ersteller persönlich signiert. Displate liefert weltweit innerhalb von nur 4 bis 5 Tagen. Zurzeit feiert Displate das sogenannte Sammlerfest. Und hier könnt ihr exklusive Designs finden, wie zum Beispiel Cyberpunk 2077. Verwende jetzt den Link in meiner Beschreibung oder verwendet den Code und kassiert 29% Rabatt für ein Display, 35% für 2 bis 4 und 40% für mehr als 5 Displays. Kommen wir mal zu einem ernsteren Thema. Sinanji will meine Adresse haben. Oh, du Hund, ne?
Es ist kein Spaß, Leute. Sinanji hat einem Kollegen von mir geschrieben, der auch damals ein Kollege von ihm war, und ihm gesagt, dass er meine Adresse haben will. Möchte. An dieser Stelle möchte ich mich erstmal bei meinem Bruder Sinanji persönlich bedanken. Er hat mir nämlich diesen geilen Gaming-Stuhl gesponsert, weil er ihn nicht... Ist das gerade los? Warum wollen alle seine Adresse? Flair hat schon 10.000 Euro auf seine Privatadresse ausgesetzt. Jetzt kommt Sinanji. Ich habe seine Privatadresse. Und ihr könnt mich mal kreuzweise. Keiner bekommt die. Die habe ich schön exklusiv. Was man braucht, weil der meinte halt, er hört auf mit Live-Game. Ich frage mich nur, warum der mir den in so einer Leopardenoptik gegeben hat. Aber ich glaube, das hat keine persönlichen Gründe oder so. Ja, Mr. Flutschi. Und Bruder, du hast auf jeden Fall so ein paar Sachen bei mir zu Hause vergessen. Das hier hast du noch hier liegen lassen. Was ist das? Warum ist das so komisch? Ey, da ist noch was von Sinan. Sein Synthesizer-Keyboard hat er hier liegen lassen. Guck mal, was ich jetzt kann. Guck mal. Einfach Mario. Kugel unterm Sitz, scheiß auf YouTube und ich krieg, du bist ein und für mich, ich hab... Wisst ihr, was viel lustiger war? Letztens war ich mit meiner Mutter beim Arzt, ne? Und ich war ungelogen 7 Stunden mit der dort. Auf jeden Fall hat dann der Arzt mit meiner Mutter so ein paar Tests gemacht, ne? Und ich weiß nicht, wer diesen Arzt hat, ne? Er fängt so an, meiner Mutter so Fragen zu stellen, um zu gucken, wie klar die bei Sinne ist. Weil der hat mich gesehen und dachte ich, ey, wer so ein behindertes Kind hat wie mich, der kann nicht ganz normal im Kopf sein. Also das erste, was meine Mutter machen musste, sie sollte ihre Hände so ausstrecken. Und dann hat er sie gefragt, 100 minus 7. Und auf einmal meine Mutter wird nervös. Die guckt mich so an, die sagt auf Marokkanisch, sag mal. Und ich bin wirklich wie so ein richtiger Deutscher, fair geblieben, objektiv, meiner Mutter gegenüber. Hab einfach so gemacht. Ja, überleg. Weil ich dachte, die Ärzte müssen das checken, weil wenn ich das jetzt vorsage, vielleicht kriegt ihr dann eine Fehldiagnose, ne? So ein Bastard war ich, ne? Und dann sitze ich da so und mach so und Leute sagen, Kasa, die denken dann schon Demenz. Und ich überleg so, wenn die im Pflegeheim ist, dann könnte ich auf jeden Fall geilere Sachen. Ja. Ach, mach das Spaß, ich weiß schon. 100 minus 7, ich sag das auf Marokkanisch. Weiß ich nicht. Der Arzt guckt so, der beobachtet einfach so unser Gespräch, ne? Und dann habe ich das meiner Mutter übersetzt. Habe ich dir gesagt, du hast 100 Euro. Du ziehst davon 7 Euro weg. Direkt macht die so 93 Euro. Die wusste direkt die Antwort. Auf einmal, die war krass. Pythagoras kam persönlich vorbei, hat der High Five gegeben. Dann hat der Arzt gesagt, jetzt die Hände andersrum und noch eine Frage gestellt. 93 minus 7. Und meine Mutter guckt mich wieder so an. 93. Ich so, nein, Mama, nochmal minus 7 Euro. Meint die, warum nochmal minus 7 Euro? Ich hätte doch gerade schon 7 Euro abgezogen. Die hat sich voll verarscht gefühlt, ne? Ich sag, Mama, das ist doch ein Test. Die Ärzte müssen doch gucken, wie schnell du reagierst und so deinen Reflex. Mama, bitte, ne? Die guckt mich so an die ganze Zeit. So nach dem Motto, du Scheißkind, wozu hab ich dich auf die Welt gebracht? Sag doch bitte einfach die Antwort, ne? Auch überall an dieser Stelle, Leute, abonniert alle meinen Mathe-Nachhilfe-Kanal. Zurück zum Thema. Und sie weiß die Antwort nicht. Sagt die ganze Zeit, ja, aber warum nochmal minus 7? Was ist denn jetzt der Grund? Ich meinte, Mama, du kennst doch Deutschland. Die ziehen immer irgendwas von dir ab. Mach einfach, bitte. Dann hat die so 2 Tage überlegt. Ich hatte richtig Angst in diesem Moment, dass irgendein Straßenumfragen-YouTuber kommt und dann meine Mutter so interviewt. Und dann habe ich dir einfach die Antwort vorgesagt. 86. War der Arzt voll übermotiviert, ne? Meine Mutter ja auch. Die hat so selbstbewusst geguckt. Dann sagt er zu meiner Mutter, jetzt mal die Hände wieder so. Und jetzt buchstabieren sie Radio rückwärts. Amonat, du willst meine Mutter ficken? Willst du mich gerade verarschen? Radio rückwärts. Nervöses Radio. Selbst ich muss da grübeln. Mutter, wo die diese Aufgabe nicht lösen konnte, guckt mich so an und sagt zu mir, warum macht dieser? Der sieht, ich hab schiefe Hals, schiefe Rücken, ich kann nicht laufen, der stellt mir solche Fragen, was will der von mir? Moment, meine Mutter ist Analphabetin und der guckt mich an. Analphabetin? Oh, geil, oh, ja, oh, meine Kleine. Ich sag, nein, meine Mutter ist Analphabetin. Sie kann nicht lesen und schreiben. Er sagt, ach so, okay. Dieser Arzt, der dachte wirklich, okay, die Matheaufgaben, das war der Bachelor und dieser Buchstabierwettbewerb ist der Masterabschluss von der Uni. Als er so meiner Mutter diese Frage gestellt hat, dachte ich wirklich, ey, unter diesem Arzttitel steckt bestimmt Manuelsen mit einem Schlitten und fährt gleich wirklich... Oh Gott, da ruft Mama an. Meine Mutter hat mich gerade zu einem Buchstabierwettbewerb eingeladen. Die meinte, ich soll mal kurz ungewolltes Kind rückwärts buchstabieren. Wisst ihr, warum ich dieses Spiel schon seit meiner Kindheit so liebe? Weil man hier einfach nur weglaufen muss. Und wenn wir schon bei Nostalgie, Kindheit und sonst was sind, ich habe letztens allen Ernstes eine... Ich will auch wieder Mario spielen. ...ganz, ganz alte SD-Karte von mir gefunden. Hey, das ist die von Mimi, die geklaute SD-Karte. Ist das die ApoRed hat? Und aus
dem Jahre 2014. Ich möchte mir einfach mit euch gemeinsam diese SD-Karte angucken und da sind so peinliche Sachen drauf. Hier sind auf jeden Fall noch Fotos, die ich über WhatsApp verschickt habe. Ich sehe hier ganz viele Schwanzbilder. Ey, alte Skate-Videos von mir. Bruder, guck mal, wie ich da noch aussah. Ach, da hatte ich noch kein Übergewicht. Ey, hier ist sogar ein Song von mir. Rap der Extraklasse, Rap für die Masse. Rap mit dem Niveau einer Mercedes-S-Klasse. Let me smoke till I'm high, so I know who am I. Warum rappst du Englisch, Junge? Ich hab bis heute noch keinen Führerschein. Guck, wie ich da aussah. Boah, da hab ich noch Jura studiert. Genauso sah ich da aus. Boah, nein, Junge. Guck mal, wie ich da noch aussah. Minderjährig. Ich hätte Sinanji richtig gefallen, glaube ich. Nein, nein, nein. Ich hab euch des Öfteren erzählt, dass ich auf Frauen ab 45 stehe, ne? Und als ich 21 Jahre alt war, so peinlich, hatte ich was mit einer älteren Dame zu tun. Die war wirklich, ich glaub, 46, 47 zu dem Zeitpunkt. Und hier sind allen Ernstes Bilder drauf, wo ich mit ihr unterwegs war. Guck mal hier, da werde ich geküsst. Oh mein Gott, da küsst du auf den Mund, Bruder, nein! Richtig unangenehm, richtig schon mal wirklich. Hier lag ich einfach... Wie kann das Video eigentlich gelb sein? Das muss doch, das ist doch sowas von grün. Ach, neben einer Frau im Bett, ekelhaft. Ach du Scheiße, was für ein Fukuhela-Haschmidt. Guck! Was ist der das? Der sieht einfach aus wie Isam Bayan, sein Bruder. Arschmit. Guck dir mal an, Bruder, was war das? Ich schwöre, ich war wirklich zu der Zeit schlimmer als heute. Ich möchte von keinem auf dieses Video angesprochen werden. Einfach so peinlich, Leute. Das war's mit dem Video. Entfolgt mir bitte, deabonniert mich überall und lasst mich einfach in Ruhe. Das Video war witzig. Das war sehr witzig. Hätte auch wirklich mit jedem Ärger. Aber ich habe dazu ja auch einen Short hochgeladen, das ist tatsächlich so, dass ich der Einzige bin, mit dem ABK nicht Schlitten gefahren ist. Und darauf bilde ich mir schon einiges ein. Ja. Lasst ein Like da. Und noch bei ihm.